Hallo, wir sind SLV. Ich bin Bernhard Heidekorn. Und heute möchte ich Ihnen das Thema LED näher vorstellen. Bei der großen Auswahl an LEDs stellt sich die Frage, welche verschiedenen Typen gibt es, wie funktionieren sie und wie hoch ist die Lebensdauer und die Lichtqualität? Es sind verschiedene Formen der LED im Markt erhältlich. Durch ihre Formgebung bieten sie eine Vielzahl an möglichen Einsatzgebieten. Unter anderem gibt es bedrahtete LEDs, SMD-LEDs, COB-LEDs, Leuchtfäden und andere Formen. In den LEDs sind Halbleiterkristalle verbaut, die mithilfe von elektrischer Energie Licht erzeugen. Zusammen mit einer gelblichen oder orangenen Phosphorschicht können verschiedene Weißtöne erzeugt werden. Das Halbleitermaterial bestimmt die Farbgebung der LED. Eventuell haben Sie auch schon einmal vom CRI-Wert gelesen. Das ist der Color Rendering Index und bezeichnet die Qualität der Farbwiedergabe von Licht. Ein hoher CRI-Wert ist ein Garant für eine farbechte Farbdarstellung und kann einen Höchstwert von 100 haben. Viele LEDs haben einen Wert von 80. Für zum Beispiel Shop-Beleuchtung sind auch viele Produkte mit einem CRI über 90 verfügbar, um Produkte im Shop möglichst farbecht darzustellen. Die LEDs benötigen zum Betrieb einen Gleichstrom. Daher sind elektrische Vorschaltgeräte wie diese LED-Treiber nötig, welche den üblichen Wechselstrom umwandeln. Die Eigenschaften dieses Vorschaltgerätes bestimmen, ob die LEDs gedimmt werden können. Die Lebensdauer der LED hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einer der wichtigsten Faktoren ist die eigeninduzierte Wärme. Aufgrund der Temperatur könnte man eine mit 1 Watt betriebene ungekühlte LED vermutlich nicht länger als 10 Sekunden in der Hand halten. Um zu verdeutlichen, wie hoch die Hitzeentwicklung einer LED ist, gehen wir in unser SLV-Testlabor. Hier zeigen wir in 2 Experimenten, wie wichtig die Kühlung einer LED ist. Im ersten Versuch schließen wir eine COB-LED mit Kühlkörper an einen Stromkreis an und bestromen sie mit 4 Watt Leistung. In der Wärmebildkamera wird das Ergebnis deutlich. Nach 10 Sekunden ist die LED gerade mal 42 Grad heiß und hält diese Temperatur konstant. Im zweiten Versuch wird die LED ohne Kühlkörper verwendet. Auch hier lassen wir 4 Watt fließen. Der Unterschied ist gewaltig. Nach 2 Minuten hat die LED eine Temperatur von 200 Grad erreicht. Die Wärmebildkamera beweist die große Differenz zwischen gekühlter und ungekühlter LED. Daher ist eine ausreichende Kühlung der LEDs besonders wichtig. Das geschieht zum Beispiel durch solch einen Kühlkörper. LEDs bieten eine potenziell deutlich höhere Lebensdauer als klassische Leuchtmittel. Zum Vergleich, eine 60 Watt Glühlampe leuchtet etwa 1000 Stunden, eine LED je nach Qualität 15.000 bis 50.000 Stunden und auch mehr. Während eine Glühlampe allerdings nach der Lebensdauer kaputt ist, ist bei einer LED lediglich der Lichtstrom um etwa 30% reduziert. Das wird als Degradation bezeichnet. Zusammengefasst kann man sagen, dass die LED einen geringen Stromverbrauch bietet und dadurch eine gute Energieeffizienz und eine hohe Lichtausbeute besitzt. Sie hat bei richtiger Kühlung eine lange Lebensdauer und keine Einschaltverzögerung. Damit bieten LEDs eine angenehme und energieeffiziente Möglichkeit der Raumbeleuchtung für eine Vielzahl an Anwendungsgebieten. Dazu können die meisten konventionellen Leuchtmittel sehr einfach gegen LED-Lichtquellen ausgetauscht werden.